Hallo und herzlich willkommen zu vierten Folge Mount and Blade 2 Bannerlord. Und letztes Mal haben wir uns ja eine wunderschöne Werkstatt gekauft. Ein Momentchen, Clan. Hier. Die leider noch keine Einnahme macht. Sagt mir bitte, was ich dagegen tun kann. So. Aber ich weiß, ich kann hier so meine Werkstatt Dingsen, aber ich weiß halt nicht so, wie kann ich sagen, machen, dass das wegfällt. Weil zum Beispiel hier Getreide, ich weiß, es gibt relativ viel Getreide. Dann tue ich das hier umsetzen, aber es, zumindest momentan macht es immer noch keinen Gewinn für mich. Egal. Was ich jetzt machen, diese Folge machen will, ist, ich will einmal Krieg machen. Das einzige Problem ist, wir sind gerade nicht im Krieg. Daher werde ich jetzt Geld verdienen, Zeugs und so machen, bei Turnieren beitreten, handeln, langweiliger Stuff, den wir in allen anderen Folgen bis jetzt auch schon gemacht haben und den ihr schon kennt. Und ich werde es euch zeigen, sobald es einen Krieg gibt. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Ich habe gerade ein paar... Hallo? Ein paar Räuber zerstört. Und wir haben Krieg mit den Crusades. Also das ist nicht unbedingt ganz günstig, weil die Crusades sind meine besten Handelspartner. Aber egal, wir gehen mal dahin. Denn jetzt gibt es große Kriege. Ich guck mal, was ich so mache. Ich meine hier zum Beispiel, das wird gerade geplündert. Das gefällt mir natürlich nicht. Muss ich mal gucken, was ich da so gegen machen kann. Und anscheinend gehen wir gerade da zu zweit hin. Das finde ich... Oh mein Gott. Ed. Ich bin Suran aus dem Haus Tigrid. Ihr kennt den Namen. Unseres Clans gewiss aus dem Eben der Steppe. Wir tragen den Namen eins der 12 Söhne des größten, der großen Wölfin, der Mutter aller Crusades. Euren Namen habe ich schon einmal gehört. Hab ich euch. Wenn ihr euch nicht ergibt, greifen wir an. Es ist halt eine große Schlacht und ich will dir jetzt nicht entgehen. Oh mein Gott. Au. Wir haben einen Vorteil, wir können extremst passiv spielen, ne? Und das werden wir auch machen müssen. Soldiers! Das sind alle, die wir haben. Ach so. Schlacht beenden. Was war das denn? Gibt auf. Ja gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben gerade eine gute Schlacht. Und wenn wir die Schlacht gewinnen... Eure Führer haben sich zerstört und ihr könnt fliehen. Das ist gut. Perfekt. Ich habe aber leider gar... Ich habe gar keine Truppen mehr, ne? Ich nehme hier alles, was ich nehmen kann. Hier hätte ich gerne. So, okay. Ah, das ist sowieso imperiale Infanterie. Perfekt. Dann werde ich... Aber ich werde jetzt hier erstmal fliehen und gucken, dass ich mir... wieder eine einigermaßen gute Armee aufstelle. Und ich glaube, ich nehme einfach auch... Ich will diesmal gucken, dass ich hauptsächlich Empire-Truppen kriege, ne? Das sage ich ganz ehrlich. Aber ansonsten, ich nehme alles, was es gibt. Ja, es ist halt... Das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt erstmal... die erste Zeit des Krieges, und das finde ich persönlich halt einfach sehr schade, mussten wir jetzt gerade mit Rekrutieren verbringen. Aber jetzt können wir... Ich gehe mal hier hin. Die machen irgendwas Sinnvolles. Ah, Achtung, Achtung. Was soll das jetzt? Hallo? Will sie verarschen? Okay, aber das ist halt so, ne? Ich hatte 2 Sekunden Krieg. Hab gegen eine übermächtige... Musste gegen eine übermächtige Armee kämpfen, gegen die ich nicht gewinnen konnte. Und jetzt ist natürlich wieder der Krieg vorbei. Aber wir sehen uns gleich beim nächsten Krieg. So, und zwar... Jetzt haben wir, keine Ahnung, irgendeinem anderen Imperium den Krieg erklärt. Aber momentan, ein Momentchen. Das ist gerade, wir kämpfen gegen ein paar Bauern. Aber wirklich nichts Krasses. Nee, ich will natürlich die Beute alles mitnehmen hier. Danke. Nicht jetzt. Aber momentan, ich war nämlich gerade mal wieder auf einer Trading-Tour. Und leider haben die dann Krieg erklärt. Und ich war mitten in deren Gebiet. Und momentan ist eigentlich mein Ziel, erstmal rauszukommen, ohne dass die mir den Kopf abschlagen. Das fände ich nämlich ganz wunderbar. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, diese Dorfbewohner umzubringen. Weil, ja, sicher, es sind Feinde, aber es sind am Ende des Tages doch nur Dorfbewohner. Nee. Nee. Ja, wir geben uns.
Ich meine, hey, immerhin verliere ich dann nicht alles. Hoffe ich. Oh, teuer. Aber egal, ich will wieder gehen. Ach so, und sie haben ja auch noch alles geklaut. Danke. Okay, wenigstens hatte ich noch ein paar Maultiere übrig. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe keine Truppen mehr. Let's go. Why not? Verpiss dich. Junge, ich habe das Gefühl, ich bin wieder am Anfang. Greif mich einfach fünf Plünderer an. Was soll denn das? Ja, ich habe gerade gegen eine riesige Armee verloren. Heißt noch nicht, lange nicht, dass mich Plünderer plötzlich angreifen können, okay? Weil bei denen sind einfach alle gestorben. Normalerweise gibt es so eine Wahrscheinlichkeit, dass ein paar von denen überleben, aber bei denen sind einfach alle gestorben. Gar keine Chance und so, ne? Perfekt, ich wollte dahin und ein paar rekrutieren. Ein paar Leute. Ich hoffe, die machen jetzt nicht Frieden, während ich rekrutiere. Oh mein Gott, ich habe da draußen gerade was Wunderbares gesehen. 15 Leute. 17 Leute. Ja, einzelne Truppen, alles sind 8 und. Ja, fertig, mein Gott. Das nehme ich natürlich gerne alles. Was ich jetzt auch noch machen sollte, ist, und dazu will ich eben nach Lyncall, was eigentlich mein Ziel war. Erstens, ich will mein ganzes unnötiges Zeugs verkaufen, weil in meinem Inventar staut sich es gerade ein bisschen, ne? Aber hier einmal. Weg mit alledem. Ja, es könnte sein, dass ich jetzt mit meinen Tieren ein bisschen Verlust mache, aber egal. Ja, ich weiß, es ist jetzt gerade nicht das günstigste. Nicht der günstigste Ort zum Kaufen und so. Go tell it to the mountains. Perfekt. Dann habe ich mal wieder meine Truppen. Und gehe da mal hier hin. Habe ich irgendwas im Inventar, was Wertvolles? Nö, perfekt. Okay, ich tue gerade irgendwelche Bauern abschlachten. Finde ich super. Ja, ich weiß, es ist jetzt moralisch eher wenig vertretbar, aber eh. Beschwert euch nicht, okay? Wo sind die Feinde? Ah, da hinten. Okay. Der einzige Nachteil ist, dass es jetzt hier halt so ein Bauerndings ist. Oh mein Gott. Das ist ja gar nicht so wenig. Au. Ja, ich meine, ich verteidige mich hiermit. Ich habe noch nie gegen irgendwas Besseres als gegen Plünderer gekämpft. Ich erlöse dich mal von deinem Leid. Immer wieder gern. Keine entkommen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich höre jetzt auf, aber nein, das will ich nicht. Fertig. Au. Es kommt jetzt erstmal ran, dass ich etwas kriege, was vom Gut-Level her. Oh, und ich kriege hier noch mehr Zeugs. Geil. Ich gehe da mal wieder handeln. Hier, ich habe jede Menge Kackzeugs. Habe ich irgendwo auch Getreide? Ja, genau, das will ich nämlich nicht hergeben. Alles rüber da, weg da. Nur 600, Kacke. Ah, Truppen rekrutieren will ich auch noch, natürlich. Weil ich will wieder meine Dings voll machen. Oh, wo sind denn gerade alle? Wo sind da so Kriege und so? Keine Ahnung, egal. Ich gehe dann mal wieder hier rüber und guck, ob ich da sonst noch so Kacke machen kann. Okay. Will ich da dabei sein? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich gehe da mal wieder. Ciao, war nett bei euch. Will ich das machen? Nee, eigentlich nicht gut. Wobei doch. Aber ich muss halt machen. Irgendwas muss ich machen, weil sonst tut mir mein Vertrag da nichts bringen. Denn ich meine, ich krieg Geld, wenn ich irgendwie so feindselige Aktionen gegen die Leute mache. Und daher muss ich das halt auch machen, so. Macht Sinn, oder? Gut. Okay, meine Leute greifen an. Perfekt, da oben sind sie.
Ich will eher nicht so auf große Blobs, ne? Sondern hier, so der eine, der ganz am Rand ist. Der hat natürlich die Kacke. Also, in größeren Battles, ich spiele Total War, ist genauso. Da gehe ich natürlich auch eher auf die Flanke, aber... Natürlich mit ein bisschen mehr Kavallerie und die Flanke ist auch ein bisschen größer, aber trotzdem. Aua. Lass mal Bett in Ruhe, Idiot. Aua. Auch die, die überleben, werden halt gut XP kriegen, ne? Auf zu fliehen. Junge, ich soll nicht fliehen. Na übrigens, an meine eigene Armee, diejenigen... haben... ja, perfekt. Okay. So, okay. Ich glaube, ich tue dann einfach 8... zu Rekruten und die anderen 8 hier zu Bogenschützen. Perfekt, meine Bogenschützen verbessere ich dann auch einmal eine Runde. Junge. So, hier. Ich will eigentlich Legionäre hier so, ne? Ja, und deshalb werde ich sie auch... Au... Ich glaube, ich habe noch keine Armbrustschützen, also hole ich mir welche. Perfekto. Gut. Das ist natürlich. Die hätte ich gerne. Ah, ich nehme eigentlich einfach alle. Perfekt. Ach, so kriegt man kostenlos Rekruten. Sollte ich öfters machen. Ich kann handeln. Hier, weg damit. Was ich noch machen will, ist natürlich sonstiges Getreide. Bisschen kaufen. Gut, dann gehe ich mal zum nächsten Dorf und schaue wieder, ob die Rekruten haben. Ich dachte gerade, es wären irgendwelche Feinde. Perfekt. Add. Angriff. Aber hinten sind wieder die Bauern und das ist meine beiden Kavallerien. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich viele Verluste haben werde. Au. Au. Oh mein Gott, ich habe gut viel Leben verloren gerade, weil ich ein bisschen stuck war. Gleich wie ich bemerken, ne, dass dieses Rekrutieren von Leuten tatsächlich eigentlich nur eine Ausrede ist. Und das ist öfters so, das nennt man tatsächlich so Bellum oder so. Bellum Casum oder so. Ja, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Aber halt eine Ausrede, Krieg zu führen sozusagen. Prinzipiell. Ja, es heißt nicht genau das, weil es Ausrede im Lateinischen nicht gibt, oder zumindest kann ich nicht. Perfekt, der nächste. Ich find's toll, wie die beiden es immerhin versuchen. Ja, sie werden nichts erreichen. Aber es ist der Wille, der zählt. Und es hat niemand überlebt. Und die haben nur vier. Und wir haben nur einen Toten. Das finde ich sehr gut. Ja, fertig. Interessiert mich nicht. Okay, so, perfekt.
Imperiale geübte Infanterie. Die Rekruten weiß ich nicht, weil ich weiß jetzt ja, dass ich kostenlos Truppen kriegen kann. Relativ easy. Es bringt mir mehr Geld, weil hier, ich krieg dadurch halt prinzipiell, ich krieg kostenlos gute Leute. Bitte holen die mich nicht ein. Das wäre nämlich scheiße unpraktisch. Oh mein Gott. Ihr seid verwundet. Das ist gerade nicht so gut. Bedeutet, ich muss jetzt gerade fliehen, Junge. Ich kann nicht gegen eine Armee von 800 antreten, aber solange die auf mich gefokust sind, greifen sie nicht unsere anderen Leute da gerade an. Es ist momentan so, ich will sie halt, ich tue gerade eine Armee von 300 ablenken. 800 meine ich so, ne? Was viel Sinnvolleres werde ich jetzt in diesem gesamten Krieg nicht mehr tun. Angriff. Und das nächste Dorf niederbrennen. Geil. Ja, perfekt. Gewonnen. Aber leider ist leider eine meiner Kavallerien gestorben. Der einzige Tote natürlich. Oder ist er nur verwundet? Ich hoffe, er ist nur verwundet, finde ich. Sehr geil. Nee, ich nehme keine Gefangenen. Aber ihr könnt gerne alle aufleveln. Das finde ich sehr nett von euch. Und ich nehme eine Kavallerie. Nee, Dings, egal. So. Ich nehme natürlich auch gerne all dein Loot und krieg ganz gut Geld, wenn ich das mal so sagen darf. Die imperialen Rekruten brauche ich eigentlich gerade nicht. So, ich hoffe, die da kriegen das. Und mir rennt gerade eine Armee von ganz vielen Leuten hinterher. Das finde ich nicht so gut. Also die Aktion zuführen. Ich hätte gerne wieder ein paar Rekruten kostenlos. Ja, perfekt. Ich könnte eigentlich auch mal die Truppen senden, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ne? Okay, ich bin leider gestorben, aber wir haben nur einen Toten, zwei Verletzte und die haben 29 Tote und 8 Verletzte. Gefangene nehme ich natürlich wieder immer keine. Ich nehme sehr gerne deren Zeugs. Euch nehme ich sehr gerne. Ich würde auch gerne, sehr gerne ein paar mehr von euch nehmen. Habe ich irgendwas richtig Schlechtes? Nee, leider nicht, ne? Ich habe halt nur einigermaßen gute Sachen, ne? Niemand, wo ich jetzt sagen würde, okay, der ist richtig kacke, den will ich eigentlich nur loswerden. Und daher denke ich, behalte ich das, ich tue gar nicht so viele von denen wegnehmen. Und gehe mal hier hin und verkaufe mein ganzes Zeugs. Und davor tue ich aber meine Truppen aufleveln, weil die können das. Perfekt, dann tue ich mal hier einmal handeln. Mein ganzes Zeugs verwalten. Uiuiui. Und ich würde gerne einmal. Nee, ich würde hier ein wenig warten, bis ich wieder geheilt bin. Weil ich würde gerne dem Turnier. Wobei, muss ich dem Turnier beitreten? Eigentlich nicht, weil ich verdiene sowieso genug Geld. So, ne? Und so viel Geld gibt es da jetzt nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Wie viele sind da? Die einsendenden Truppen. Ich habe einen Toten, zwei Verletzte. Nicht viel. Und ich krieg ein bisschen Geld. Zeug so. Was ist das? Das ist das. In der Gerne tue ich da hinten in Verles mal. Dann tue ich da hinten mal in Verles mir noch ein paar Rekruten holen. Nee, ich tue auf meine eigene Art. Oh ja, gut, die sind in Überzahl, aber ja, sie sind alle, ja. Ja, bereit. Gut, die haben sowieso niemand mehr. Oh, wir haben schon. Ist schon wieder eine. Warum sterbt immer ein? Und zwar nicht irgendwie. Und zwar nie irgendwie so zwei oder so, sondern immer exakt einer. Aber da ich bemerken, dass inzwischen meine Armee ganz gut ist. Ich will ein paar mehr Dings, weil von denen habe ich sehr wenig. Berittene Bogenschützen will ich sowieso nicht. Die passen sowieso nicht in mein Schema. So, ne? Fertig. Nehme ich natürlich gerne alles.
Ich nehme immer noch nicht an, dass irgendwas was besser ist als meins da ist. Oh mein Gott, ich kann alle nehmen. Weil, was mir aufgefallen ist gerade, mein Clan ist Clan Level 2 und ich kann Gefährten mir holen. Ich kann gut mehr Leute rekrutieren. Natürlich alles freiwillig. Ich würd nie jemanden zwingen, bei mir mitzukämpfen, ne? Meine Leute verlieren gerade so ein bisschen und das finde ich nicht so nett. Aber, was heißt nicht so nett? Ich finde es halt nicht so gut. Weil wenn die verlieren, dann könnt ihr mir nicht mehr so viel Geld zahlen. Und nicht mehr so viel Geld ist immer schlecht. Ja, eben, es ist wieder exakt einer gestorben. Was habe ich erwartet? Ich kann wieder meine Leute verbessern. Das finde ich sehr gut. So. Rekruten, cool. Ich habe eine Kavallerie. Die nehme ich natürlich gerne alles. Imperiale Rekruten. Ich habe halt so gute Truppen. Ich habe keine Lust, so eine Scheiße zu nehmen. So, ne? Schreibt es mir, falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare, was ist besser, Crossbows oder Bogenschützen. Weil ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ich fände es toll, wenn meine Leute mal irgendwie was hinkriegen und so. Aber ich glaube, das sind dann nur fromme Wünsche. Gut. Hier feindliche Segregation. Ich würde gerne wieder ein paar Leute rekrutieren. Oh, diesmal sind 3 gestorben. Okay. Was habt ihr denn gemacht, WTF? Seid ihr dumm? Ihn hier nehme ich mit und die beiden Bogenschützen, aber die beiden anderen habe ich keine Lust drauf. Die muss ich noch alles ausbilden und alles. Nee, danke. Na gut, nächstes Dorf. Da hinten gucke ich mal. Bitte schreibt mir mit Workshops, Tipps und Tricks in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung, wie man das managt und so. Handeln. Ich habe hier jede Menge Kack. Perfekt, nimmt das. Okay, wenn ich dabei bin, sterben doch meistens weniger, stelle ich fest. Gerne, 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 gerne. Gerne, gerne. Das Dorf überfallen. Nee. Junge, ich war gerade dabei. Ja, okay, ich verstehe, warum die nicht weitermachen wollten. Die wurden gerade ziemlich abgeschlachtet. Dann gehe ich mal zu denen und verkaufe das mein Zeugs. Es ist halt so, das ist jetzt wieder so, ich habe nichts zu tun, weil kein Krieg ist. Dann tue ich halt Plünderer abschlachten. Was man halt so macht, ne? Bleibt stehen, perfekt. Wenn jetzt einer bei uns stirbt, ja okay, perfekt. Allerdings. Ich kann mein ganzes Zeug einmal schnell verkaufen. Und es gibt nichts annähernd so gut wie meins. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir hatten einen großen Krieg und einen kleinen Krieg, der direkt beendet wurde. Wir haben gerade 7... Einfluss natürlich, das sinkt stetig, weil unser Söldnervertrag uns gut Geld bringt. Beim nächsten Mal tun wir erstens vermutlich vielleicht zum Vasallen werden, auch nicht mehr einfach nur Söldner, weil dann verliere ich nicht die ganze Zeit Einfluss und kriege trotzdem Geld, hoffe ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst somit ein Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und wie schon gesagt, Tipps und Tricks in die Kommentare. Vor allem, was ich mir gerade Sorgen mache, ist nämlich die Werkstatteinnahmen. Natürlich ist es 35, aber schaut mal, was ich gerade verliere für meinen Truppenlohn alleine. Egal. Wetterkanal, lasst ein Like da. Bis dann. Ciao.